So, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Space Engineers. Ja, wir sind hier am Bauen, am Basteln und am Werkeln. Momentan sieht es ganz gut aus, aber es mangelt uns ein wenig an Ressourcen. In diesem Sinne werden wir uns jetzt mal unser neues kleines Bohrschiff hier nehmen. So, Rückwärtsgang einlegen. Und wir schauen mal, dass wir vielleicht da unten irgendwo ein bisschen was finden. Wir fliegen mal in Richtung Apophis Technologies. Magnesium, Silizium ist alles ganz cool, aber nicht das, was wir brauchen. No, es mangelt uns noch ein bisschen an allem. Da unten ist ein Military T1. Die haben einen Zonenchip. Das heißt, die haben Verteidigungsanlagen. Und das heißt, ich bin ein glücklicher kleiner Stan. So sollte es zumindest theoretisch sein. So, wir schauen mal hier. Was haben wir da? Eis, Silizium, Magnesium. Ja, ich brauche tatsächlich, glaube ich, ein bisschen mehr Eisen. Das wäre ganz cool. So, wir geben jetzt erstmal ein bisschen Gas. Da sind die Reaver, der Military Outpost. Ah, noch eine Beacon. Das heißt, da können wir auch nochmal handeln. Da würde ich erst hinfliegen. Weil die haben meistens Ressourcen und sowas da. Das können wir, glaube ich, eher gebrauchen als jetzt irgendwelche... wie soll ich sagen... Wie erkläre ich das am besten? Handelsaufträge. Für die anderen können wir zum Beispiel Missionen und so abfertigen. Die hier, die können wir einfach ausrauben. Das heißt, ich würde jetzt zum Beispiel hier zack, einmal absteigen und zusehen, dass ich hier einmal reinkomme. So, wieder zusammenbastel. Geiler Scheiß. Guck mal, die haben ein paar Triebwerke. Da, Triebwerke enthalten Platinum. Bedeutet, wir können A, unser Schiff erstmal ein bisschen ausbessern und B, können wir daraus auch Platinum gewinnen. Und ich gewinne gerne Dinge. Ich meine, wir könnten auch alles andere davon echt gut gebrauchen. Davon mal abgesehen. So. Ja, da geht doch aber noch ein bisschen was, oder? Zack. Zack, zack, alles nach da unten, weil da unten ist es schön. Hier auch nochmal. Da können wir sogar ein bisschen viele können wir da mitnehmen. Mir gefällt das. Also nicht, dass ich ein großer Freund vom Ausrauben wäre. Was wir vielleicht dringend bräuchten, wären so Photon-Torpedos. Die machen nämlich richtig heftig Schaden. Da brauchen wir aber so viel Krams für, dass ich nicht glaube, dass wir da in näherer Zukunft irgendwie rankommen. Aber ich finde gut, wie wir einfach alles mitnehmen. Das gefällt mir. Schwupps. Hier nochmal. Achso, das ist der Kram, den wir nicht gebraucht haben.
der noch nach hier unten. Der nach da. Der hier hin und ein bisschen geht noch. Erstmal können wir unsere Triebwerke ausbauen und dann stibitzen wir uns einfach klammheimlich so ein bisschen die das Platinum da raus und können für die Schilde weiter dran arbeiten. Denn wie wir festgestellt haben, ohne Schilde sind wir echt aufgeschmissen. Jetzt wissen wir, dass es hier unten ja auch noch ein bisschen was an Ressourcen gibt. Wir müssen echt nur aufpassen, dass wir uns weiterentwickeln, bevor die Military-Leute wieder so ein bisschen angreifen. Und wenn ich sage so ein bisschen, meine ich, bis die wieder über uns herfallen, diese Halunken. So, ich nehme noch ein bisschen was mit. Ja, Ruhe da draußen. Diese Störenfriede. Zack, und zurück zur Basis. Die dürfte jetzt hier oben sein, ne? Bitte sag ja. Jetzt habe ich meine Basis schon wieder verloren. Das ging schnell. Da drüben. Wir sollten die mal markieren. Das ist eigentlich eine ganz gute Idee. Ich trinke gerade eine Limonade. Kennt ihr die von Ikea? Die so komisch schmeckt? Die ist so richtig süß. Aber sie ist auch erfrischend. Okay, Military Outpost, Missile Turret, Missile Turret, Missile Turret. Die scheinen richtig Spaß zu haben da drüben. Weiß ich nicht, ob ich damit hin möchte. Guck mal, das da hinten sieht nach uns aus. Ja, Gas geben. Wir schaffen das. Heute kommen wir noch an, bin ich mir sicher. Wird gut. Genau. Schau mal, wie die handwerkeln. So muss das und nicht anders. Entschuldigt, falls es wieder ein bisschen laggt, aber das sind die ganzen Lichter und so. Zack. Dann drehen wir uns ein bisschen nach da und verriegeln. Guck mal, dann kommen wir sogar durch. Wir können einmal nach hier. Ich hoffe da. Ja, da kommen wir auch noch lang. Ich hoffe, dass unser Schiff das hier hinten noch repariert. Bevor es alles andere repariert. Das wäre nämlich ein bisschen doof. Was fehlt uns hier? Triebwerk, ne? Na siehste. Ich denke mal, die schließen jetzt noch ihre Bauphasen da hinten ab und würden sich dann nämlich ans Triebwerk machen. Der hier schon fertig gebaut? Nicht? Schade. Was machen wir da? Gehen wir heim, bleiben wir hier. Gucken wir was Lustiges im Fernsehen. Herstellungskomponenten fehlen auch noch. Das wird ja immer tragischer. Wir haben nur die eine Montageanlage. Oh nein! Skandalös.
Wir hätten aber diese Montageanlage. Und die haut richtig geilen Shit raus. Die dürfte nämlich richtig Speed drauf haben. Genau, wir holen uns nämlich jetzt hier auch nochmal die Triebwerke. Gehen hier mal ran. Taradadata. Jetzt holen wir uns nochmal die Triebwerke. Eine IMDC Corvette. Finde ich nicht so geil. Von denen bin ich nämlich absolut kein großer Fan. Weil die haben auch so Raketen und so ein Kram. Und ich mag meine Schiffe eher so undurchlöchert. Ich weiß, bin ich sehr anders als die meisten. Aber so ganz ohne Löcher finde ich die irgendwie immer schöner. Ja, dann kann ich zumindest 800 davon zerstückeln lassen. Das hört man doch gerne. Ich meine, guck mal, wir haben... Was fehlt uns hier? Herstellungskomponenten und kleines Stahlrohr. Haben wir die hier zumindest? Die haben wir fertig gebaut. Na, das ist doch geil. Ah! Okay. Das funktioniert gut. Finde ich prima. Doch. Erfüllt mich mit großem Stolz. Weil ich glaube, die Protoss-Korvetten haben keine Schilde, wenn mich das jetzt nicht falsch... Wenn mich das jetzt nicht alles täuscht. Aber ich mag, wie gut das funktioniert hat. Produktion. Genau, das brauchen wir, das brauchen wir. Dann würde ich gerne Dinge zerlegen. Und zwar 800 davon. Dann sollten wir davon nämlich auch ein paar bisschen Platin kriegen. Läuft. Irgendwas hat da gerade Boom gemacht. Aber nur ein bisschen. Den geht's an sich ganz gut. Die haben auch überhaupt nichts zu beanstanden. Wollen wir mal so in die Nähe gucken? Scheint ja doch ganz gut zu laufen, ne? Ah! Mach doch sowas nicht. Oh, guck mal, wir können hier noch die Antriebe. Die können wir retten. Das heißt nämlich wieder mehr Platin. Hm. Haben wir hier sonst noch was, was man retten... Was rettenswert wäre? Die Antriebe. Ja, ein bisschen, ne? Und jetzt stellt euch vor, wir haben einfach so richtig krasse Waffensysteme. Da haben die einfach keine Chance mehr. Die Military-Schiffe allerdings, die sind ein bisschen besser gepanzert. Die machen mir tatsächlich Sorgen. So, das kann weg. Produktion.
abgebaut. Inventar. Montage. Hier. 12,5 Platinbarren haben wir. Das ist doch schon mal schön. Ob ich jetzt hier einfach mal ein bisschen schummel und hier noch eine Montageanlage dran baue? Wäre doch cool. Ich meine, klingt nach Spaß. Denke ich. Erstmal ein paar Herstellkomponenten. Die Energie dürfte uns so schnell nämlich auch nicht ausgehen. Ich brauche noch kleine Rohre. Natürlich baut er erst das da hinten zurechte. Warum auch nicht? Könnte ja gefährlich sein. Typ wirklich, manchmal. Also wir sehen, die hier können sich ganz gut selbst verteidigen. Und das Schiff hier auch bald. Wenn ich mit ihm fertig bin. Denn ich möchte hier vorne vielleicht auch nochmal so ein Waffen... Ah, nee, das passt hier nicht rein, ne? Müsste ich, wenn, dann ganz vorne hinsetzen. Und dann müsste ich es als untere Waffensysteme irgendwie extra spezifizieren. Na gut. Warum nicht? Die sind auch noch nicht so richtig mit denen da verbunden, ne? Also die erste Montageanlage ist zwar da, aber die reißt es jetzt noch nicht. Verstehe. Das ist natürlich ein Problem. Geh, da brauchen wir einen Verbinder und nicht das andere Ding. Verbinder, so. Zack. Den braucht's da. Mann, Mann, Mann. Die lassen hier aber auch langsam sehr zu wünschen übrig. Na, ein bisschen aus dem Weg fliegen hier. Produktion. Verstehe ich. Das müsste alles ein bisschen flotter gehen hier. Wir müssten eigentlich Stahl und Herstellungskomponenten gleichzeitig bauen. Und wir haben nochmal einen Orb dazu gewonnen. Wobei ich noch nicht so genau weiß, wie wir das Ganze mit Strom versorgen sollen. Außer halt hier mit Solar, ne? Das ist hier klar. Nichts geht über Solar. Ich muss mal was essen, sehe ich gerade. Was essen ist nicht schlecht. Und vielleicht was trinken. So. Aber ich finde gut, unsere Triebwerke sind endlich alle funktional. Hochfunktional sind die jetzt. Ja, ja, ja. Was machen wir da jetzt? Ich meine, ich habe immer noch das klitzekleine Problemchen. Dass die Montageanlage hier noch nicht läuft. Und ich brauche dafür ein paar Stahl.
Gucken wir mal, dass wir das vielleicht irgendwie hier hingebogen kreieren. So, guck mal, jetzt brauche ich nämlich nur noch ein bisschen Herstellungskomponente. Und die wird ja meines Wissens gerade produziert, ne? Guck mal, dann stibitzen wir das hier einfach raus, bis wir einfach die 18 bis 20 Stück haben, die wir brauchen. Oh, guck mal, da ist die schon fertig. Dann sagen wir einfach hier, ich brauche sehr viel Stahl. Platten. Na? Warum hat denn der keine Lust weiterzumachen? Das finde ich ja irgendwie nicht so gut. Eisen. Machen wir hier 30.000. Cool. Geht doch. So, der baut jetzt hier erstmal fröhlich vor sich hin. Den auf der anderen Seite. Den würde ich hier hinsetzen. Geh, Montage. Ich meine, warum nicht? Wir sollten dazu in der Lage sein, sage ich euch. Wir sollten. Hilfe! Lag des Todes. Bitte stürz nicht ab, kleines Spiel. Bitte. Ich meine, irgendwann muss das andere Schiff ja auch mal explodieren, oder? Also nicht wundern, bei mir sieht es gerade genauso aus. Ich sehe da auch nicht viel. Das ist ein bisschen doof. Ich würde gern was sehen. So, da bin ich wieder. Hat gerade ganz kurz gelaggt. Jetzt bauen wir hier noch die Montageanlage. Und das gefällt mir. Weil dann kann ich da zeitgleich die Triebwerke noch auseinandernehmen lassen, womit wir die Schilder ausbauen können. Dann haben wir hier drei Montageanlagen. Dann brauchen wir noch Produktivitätsteile. Da brauche ich aber Stahlplatte für. Na, das ist ja traurig. Wo soll ich die nur herkriegen? Zack. Ich meine, die können wir später wieder abbauen. Wir brauchen keine drei Montageanlagen an dem Schiff hier dran. Aber ich denke mal, jetzt ist das okay. Produktion. Montageanlage. Montageanlage 3. Zerlegen. Ich möchte, dass du das hier zerlegst. Inventar. Ich sag Montage. Und du sagst Montage. Warum komme ich denn da jetzt nicht ran? Was habe ich denn da verbrochen? Gut, dann brauche ich eben das da. Ups, nein, montieren. Inventar.
Montageanlage. Warum kann ich da nichts dran setzen? Ich bin schockiert und entsetzt gleichermaßen. Gut, dann müssen wir hier jetzt halt mal noch so 300 davon produzieren. Damit sie einfach mal ein bisschen flotter von der Hand geht. Oh, ist ein bisschen flotter. Ja, komm. Katsching. Produktivität. Guten Tag, mein Name ist Dan und wir brauchen einfach von allen Ressourcen noch mehr, als wir schon haben. Ich hoffe, Sie können sich damit anfreunden. So, hier kann ich jetzt nämlich noch einen Kolben bauen. Und dann noch einen und dann noch einen und dann noch einen. Zack. Jetzt kann ich noch einen bauen. Und ich glaube, danach muss ich erstmal anhalten. So, 9. Und Bohrer. Und dann wird, glaube ich, schon klar, was ich eigentlich für einen verrückten Plan habe. Wir bauen uns hier einen krassen Erzbohrer. 1, 2, 3. Das sollte passen. Dann habe ich hier die 8. Dann kommt hier nochmal der hin. Und dann kommt hier die 8. Und dann kommt nochmal die 9 hin. Und dann kommt hier die 8. Und dann kommt hier die 9 hin. Siehst du, wisst ihr, was ich da vergessen habe? Den blöden Motor. Skandalös. Denn ich brauche ja noch einen Motor. Ah, wisst ihr, was ich auch brauche? Diese B60 Protectors-Dings da hinten. Freunde, haltet mir die Ohren steif. Ich bin gleich wieder für euch da. Schnappen wir uns. Die gehört mir. Das wird mein. Das werdet ihr dann noch live miterleben, wie ich dieses große Schiff da kidnappe. Einfach so. Ohne Wenn und ohne Aber. Weil da sind ein Haufen guter Ressourcen drin, die wir alle brauchen werden. Allesamt. Und das wird gut. Ja, ja, komm. Du bist jetzt meins. Da brauchst du dich auch gar nicht wehren. Das bringt sowieso nichts. Guten Tag. Dies ist eine offizielle Entführung. V, Außenansicht. K. Ich möchte gern alles, was geht. Moment, ich meine wirklich alles. Ja, auch die unsichtbaren Teile. Hätte ich gern übertragen auf mich. Na, sicher auf mich. Und dann kann ich die nämlich zu unserer Basis bringen. Und dann wird das richtig geil. Dann kann ich alles abbauen lassen, was wir da haben. Und muss mir keine Sorgen machen, dass irgendwas schief geht. Wir haben einfach einen Haufen Ressourcen gerade gekidnappt. Eigentlich sind wir auch nicht besser als die anderen Bösewichte. Aber wir haben mehr Stil. Und coolere Waffen.
Und auch bald eine sehr nice Basis. Aber nicht nur das. Ja, wir sind ja, wir sind auch sehr smart und gut aussehend und überhaupt sehr talentiert im Großen und Ganzen. Ich überlege gerade Gruppen. Die hier. Block umschalten. Block umschalten. Block umschalten. Das sind die Triebwerke. Okay. K. Wenn ich jetzt sage Air Thrusters. Atmospheric. Die hier. Trieb. Speichern. G. Gruppen. Block umschalten. Das heißt, die kann ich auch abstellen. Das ist cool. Weil die haben hier auch Platin dabei. Und das sind natürlich alles Sachen, die ich brauchen werde. Weiß man ja. Ich überlege, ob ich noch ein paar Cargos baue. Zack, P verankert. Wir schalten die 3 aus. Und die 4. Die großen. Die nennen wir mal Large. So ähnlich wie March, bloß halt größer. Gruppen. Zack. Block umschalten. Die sind auch aus. Ist das nicht schön? Inventar. Bedienfeld. Jetzt nehmen wir nochmal alles. Zack. Und sagen, das gehört niemandem. Genau. Und jetzt gehen wir hier rüber. Und sehen zu, dass wir hier vielleicht nochmal hier oder da. Man weiß es nicht genau. Genau hier. Da wollte ich hin. Förderband. Da nehmen wir die nehmen wir hier, die sind cool. Und die hier, die sind auch sehr cool. Und dann hätte ich gern noch einen Container. Da würde ich auch den hier nehmen. Wenn es sein muss. Ja. Wenn ich keine andere Auswahl habe, mein Gott. Was soll's. Müsste jetzt erstmal so ein bisschen halten. Kommt hier die 8 hin. G. Was haben wir da Schönes? Förderband. Förderband. Das ist überall bekannt. Das macht Spaß. Das macht Freude. Zack, 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 zack. So, dann kommt hier die 7. Sekunde, wir nehmen hier auch nochmal die 8. Einfach so, um es da ein bisschen dran auszurichten. Zack. Dann haben wir hier nochmal die 9.
Und auch hier nochmal die 7. Und ich glaube, da muss ich mein Schiff, mein sehr großes, euphorisches Schiff erstmal beiseite nehmen. So, wir nehmen die 6. Wir lösen das einmal kurz. Nein, die 6 habe ich gesagt. Ein bisschen runter. Und hopp. Reparatur. Repar. Sagen wir mal, du gehst auf Demontieren vor Schweißen. Du auch. Und du auch. Wäre das nicht lustig? So, das haben wir. Das Schiff wird langsam abgebaut. Und jetzt könnte ich die 7 bestimmt hier auch dran setzen. Oder? Ja, komm, hier. Boom. Läuft. Und dann könnten wir hier nämlich auch so ein bisschen die Verteidigungstürme, die Star Wars Verteidigungstürme dran setzen. Und ich glaube, es könnte echt cool werden. Oh Mann, könnte das cool werden. So, wie sieht's denn hier aus? Sind wir hier schon weiter? Ich glaube ja nicht so richtig, aber hey, wer bin ich, dass ich das kritisieren dürfte? Ich meine, außer der Chef von allen hier, aber mein Gott, will ich jetzt auch nicht so drauf rumreiten. Die Raffinerien sind soweit alle fertig, das ist schön. Jetzt bräuchte ich hier nur noch die Dingsbums, die Reparaturanlage. Die hier. Jawohl, hier werden die ersten Ressourcen gekapert. Nicer Dicer. Wie das hier weitergeht, wie wir uns machen und so, sehen wir in der nächsten Folge. Bis dahin, bleibt gesund, haut rein, haltet die Ohren steif und lasst es euch gut gehen. In diesem Sinne, tschüss!